Dein Lieblingsort im Wahlkreis? Ja, meine Heimatstadt, Ueckermünde. Wunderschön, aber die meisten kennen eher die Insel Usedom. Mecklenburg-Vorpommern ist jedenfalls immer eine Reise wert. Angela Merkel ist für mich? Meine langjährige Wahlkreisnachbarin. Aber ich bin auch froh, dass ich mit ihr über die landsmannschaftlichen Verbindungen so einen guten Austausch habe. Lieber mit Friedrich Merz zum Karneval oder mit Markus Söder zur Wiesn? Naja, ich würde sagen, der Friedrich Merz und ich teilen eine Passion für Karneval nicht. Das ist auch gut so. Ich würde mich immer für Friedrich Merz entscheiden, habe lange dafür gekämpft, dass er Parteivorsitzender wird. Aber gegen die Wiesn mit Markus Söder spricht trotzdem nichts. Das sagt ja nichts über die Kanzlerkandidatur zwingend aus. Star Wars oder James Bond? Beides, muss ich sagen. Also für beides große Vorliebe. Und ich habe sowohl bei Star Wars als auch bei James Bond natürlich alle Filme gesehen und das nicht nur einmal. Kiffen oder kleben? Ja, weder noch. Das ist ja leider irgendwie das Einzige, wo diese Ampel nochmal für Ordnung sorgt. Hat man den Eindruck, zumindest beim Kiffen glaubt man ja durch die Kipperclubs jetzt kriminalpolitisch was zu machen. Wahnsinn. Und bei den Klebern könnte man noch ein bisschen härter rangehen. Was nimmst du lieber auseinander? AfD-Antrag oder Rot-Wild? Ja, also das eine ist anspruchsvoller und niveauvoller als das andere. Also AfD-Anträge, das gehört natürlich dazu, im Parlament voll und hart raufzugehen. So, und Rot-Wild muss man sagen, insbesondere so ein Rothirsch oder so, das ist auch für Jäger nichts Alltägliches, ist was ganz Besonderes. Und deswegen jagdliche Passion ja, und politisch auf die AfD Druck zu machen, ist wichtig, gerade auch für die Demokratie. Du musst eine Nacht auf dem Hochsitz verbringen. Was nimmst du lieber mit oder wen nimmst du lieber mit? Claudia Roth oder Dietmar Bartsch? Ja, beide könnten wahrscheinlich was über Jagd lernen. Wichtig ist aber auf dem Hochsitz, damit das von jagdlichem Erfolg gekrönt ist, auch mal die Klappe zu halten. Da wüsste ich nicht, wem von beiden das schwerer fällt. AfD oder Linkspartei? Wer lässt dich öfter aus der Haut fahren? Ja, beide gleichermaßen. Da sieht man übrigens, wieso die Vereinfacher von rechts und links dann oft ihre Gemeinsamkeiten haben. Nicht nur in ihrer Vorliebe für Wladimir Putin und sonstige Diktatoren der Welt, sondern auch in vielen inhaltlichen Themen. Und ich glaube, gerade aus der Mitte des Parlaments müssen wir es mit Vereinfachern von rechts und links aufnehmen. Direktmandat oder Listenmandat? Naja, beides ist wichtig, aber wir sind schon für das personalisierte Verhältniswahlrecht. Das heißt, kein reines Verhältniswahlrecht. Ich finde jedenfalls, wer einen Wahlkreis gewinnt, der muss auch in den Deutschen Bundestag einziehen. Und über genau diese Frage streiten wir auch in Karlsruhe. Welche Rolle liegt dir eher? Zerstörer oder Schwiegermutters Liebling? Naja, beides muss man zum jeweils richtigen Zeitpunkt möglichst einsetzen. Und ich glaube, es geht beides zusammen, inhaltlich klar zu sein, auch politisch mal den Raufbold zu geben, aber bei alledem irgendwie auch eine sympathische Ader noch an den Tag zu legen, meinen Augenzwinkern, das glaube ich, gehört auch dazu. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und jetzt geht's, glaube ich, zum Essen. Jetzt ist auch mal Zeit, sich locker zu machen, würde ich sagen. Jetzt gibt's hier Exklusiv-Content Philipp Amthor ohne Krawatte. Das ist ja auch okay.